herzlich willkommen zu einem Special zum Vollmond im Skorpion, der am 18.05.2019 hier ganz am Ende der sogenannten Besitz-Transformationsachse Stier-Skorpion stattfindet. Die Sonne befindet sich hier zusammen mit dem Kommunikationsplaneten Merkur am Ende des Stieres. Der Mond befindet sich hier am Ende des Skorpions. Und da der Skorpion das leidenschaftlichste, das intensivste Zeichen des Zodiacs ist, gehe ich mal stark davon aus, dass es für viele von uns nun auch sehr leidenschaftlich hergeht in diesen Zeiten. Der Skorpion ist das Zeichen der Sexualität und natürlich geht es hier nicht immer, die Astrologie ist eine Symbolsprache, um den tatsächlichen sexuellen Akt. Aber wenn wir uns mal überlegen, was beim Sex passiert, dann kann uns das sehr behilflich sein darin, den Skorpion näher kennenzulernen. Denn der Skorpion ist das mystischste, das geheimnisvollste Zeichen und dementsprechend ist es äußerst schwierig, ihn kennenzulernen. Und unter seinem Einfluss können wir uns sogar selbst manchmal nicht wirklich verstehen. Was passiert also beim Sex? Beim Sex geht es um einen Austausch. Beim Sex entsteht etwas Neues. Und je nachdem, wer hier mit wem Sex hat, also wie intensiv der Sex ist und inwiefern die Chemie zwischen diesen beiden Menschen stimmt, ist es halt so, dass hier tiefe Bande geknüpft werden. Also wenn wir sehr intensiven Sex mit jemandem haben, dann fühlen wir uns diesen Menschen zutiefst verbunden. Das ist sozusagen eine Art mehrdimensionaler alchemistischer Prozess, der hier vonstatten geht, wenn wir Sex mit jemandem haben und wir können dann die gleichen Gedanken mit dem Menschen teilen, wir können die Gefühle mit dem Menschen teilen, wir können unsere Werte, unsere Glaubenssätze mit diesem Menschen teilen, denn wir teilen ja das Heiligste mit ihm, sprich unseren Körper. Und wie gesagt, natürlich kommt es sehr stark darauf an, wer hier mit wem Sex hat, denn bei einigen Menschen funkt es überhaupt nicht und da passiert nicht viel. Und bei anderen, und ich denke mal, das haben viele von uns die extremen Unterschiede halt auch schon in ihrem Leben erlebt, ist danach nie wieder etwas, wie es einmal war. Und man möchte diesen Menschen nicht mehr missen. Auf dieser Achse Stier-Skorpion geht es dementsprechend auch um Besitzansprüche. Hier geht es darum, dass wir etwas oder auch jemanden bewahren wollen, festhalten wollen, ja, so nah wie möglich bei uns behalten wollen. Und das ist für manche Menschen vielleicht durchaus angenehm und andere Menschen mögen das halt weniger. Also die bekommen es dann gehörig mit der Angst zu tun, wenn sie das Gefühl haben, von jemandem in den Bann gezogen zu werden, von jemandem in Besitz genommen zu werden. Es geht hier bei einem Vollmond um die Balance zwischen der Achse Stier und Skorpion, wie gesagt. Während es im Stier um unseren Selbsterhaltungstrieb geht, während es im Stier um unseren
Besitz geht, also dementsprechend natürlich auch um unseren Körper, aber hier geht es noch viel weiter. Hier geht es um jegliche Art von Besitz, materiellen Besitz und aber auch immateriellen Besitz. Also wir wollen, die meisten von uns zumindest, wollen natürlich sich auch mal alleine fühlen können, sozusagen. Also sie wollen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Sie wollen sich auch mal in einer gewissen Art unabhängig fühlen. Und im gegenüberliegenden Skorpion geht es halt um Fusion. Hier geht es um gemeinsame Ressourcen. Hier geht es um das Verschmelzen der Ressourcen. Und dementsprechend, dadurch, dass hier zwei polar entgegengesetzte Bereiche in Einklang gebracht werden wollen mit einem Vollmond im Skorpion, kann halt bei einigen der Selbsterhaltungstrieb halt so stark ausgeprägt sein, dass man sich hier hin und her gerissen fühlen kann, was für einen Vollmond typisch ist, bei dem es zu einer Opposition kommt, dass man einerseits zwar eine tiefe Liebe für einen Menschen empfinden kann, dass man sich geradezu magisch zu diesen Menschen hingezogen fühlen kann, dass man eine starke Sehnsucht nach Verschmelzung mit diesen Menschen verspürt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kommt dann halt, wie gesagt, auch der Selbsterhaltungstrieb durch. Das läuft natürlich in der Regel sehr unbewusst alles ab und dazu ist die Astrologie ja da, zur Bewusstwerdung. Und wenn wir uns dieser Prozesse, dieser Abläufe halt nicht bewusst sind, dann kann es sein, dass wir ja starke innere Konflikte austragen, die sich dann auch in Machtkämpfen innerhalb der Beziehung ausdrücken können oder dass wir halt uns hin und her gerissen fühlen, dass wir halt nicht so genau wissen, was wir wollen. Wollen wir uns diesen Menschen ganz hingeben? Wollen wir hier verbindlich sein, worum es auf dieser Achse geht? Wollen wir hier eine klare Zusage machen und unseren Worten auch Taten folgen lassen? Oder aber brauchen wir mehr Freiraum für uns? Brauchen wir mehr Zeit? Mehr Luft zum Atmen für uns oder wie gesagt, hier der Selbsterhaltungstrieb durchkommen kann. Und von daher, dadurch, dass Merkur, der Kommunikationsplanet, hier direkt an diesem Vollmond beteiligt ist, dadurch, dass wir uns in einem merkurbeherrschten Jahr befinden und dadurch, dass dieser Vollmond interessanterweise exakt auf der Position stattfindet, auf der dann Ende 2019 Merkur rückläufig wird. Und das wird wirklich sein größter Akt in diesem Jahr, denn da haben wir einen sogenannten Merkurtransit, was ziemlich selten vorkommt. Also, dass wir direkt mit bloßem Auge halt beobachten können von der Erde aus, wie Merkur halt transitiert, ja, und wir ihn halt ganz direkt sehen können, werden können. Egal, jetzt, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend ist es halt nur allzu bezeichnend, dass Merkur ausgerechnet bei diesem Vollmond nun ganz direkt seine Finger mit im Spiel hat und hier einige Worte mitzureden hat, ja. Und dementsprechend kann es nun einerseits um Bewusstwerdung gehen, denn dadurch, dass Merkur dem Mond hier gegenübersteht, Merkur sich hier mit der Sonne, dem Ich-Bewusstsein, dem Identitätsbewusstsein, unserem Ego im Stier verbindet und der Mond, der unsere Gefühle symbolisiert, sich im Skorpion befindet und das sich aber gegenübersteht, also hier ausbalanciert werden will, hier eine Harmonie zwischen Gefühl und Verstand hergestellt werden will, geht es mit diesem Vollmond einerseits sehr viel um Bewusstwerdung, denn hier können unsere Gefühle,
uns etwas vollkommen anderes vermitteln als das, was unser Verstand uns sagt. Und auf der anderen Seite kann es für einige von euch aber nun auch darum gehen, halt Dinge anzusprechen. Ja, denn beim Skorpion geht es um Tabuthemen. Hier geht es um das, was sich hinter den Kulissen, was sich im Verborgenen abspielt. Hier geht es um Geheimnisse. Hier geht es um Intimität. Hier geht es um die Dinge, über die wir uns oft nicht zu sprechen wagen. Und dementsprechend ist es bei diesem Vollmond von größter Wichtigkeit, sich hier ein Herz zu fassen und dementsprechend hier auch bestimmte Themen auf den Tisch zu bringen, über die man normalerweise vielleicht nicht so gerne spricht oder über die man sich bisher vielleicht nicht mal bewusst war und die jetzt erst in diesen Wochen wirklich hochkommen. Denn der Mond hat eine ziemlich herausfordernde Position im Skorpion. Der Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen, also ein festhaltendes Zeichen, ein konservierendes Zeichen. Und in einigen Angelegenheiten kann es durchaus nützlich sein, festzuhalten. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel im emotionalen Bereich, kann es aber oder ist es sehr hinderlich, an Gefühlen festzuhalten. Und dadurch, dass der Skorpion unbewusste Prozesse und Vorgänge symbolisiert, halten wir hier unter Umständen Jahre, eventuell sogar Jahrzehnte lang, wenn wir hier eine sehr traumatische Erfahrung gemacht haben, an bestimmten Gefühlen fest. Also wir konservieren, speichern hier sozusagen bestimmte Gefühle in unserem Emotionalkörper und die können im ungünstigsten Fall dann sogar für Depressionen oder für andere seelische Probleme halt verantwortlich sein oder aber im ungünstigsten Fall können sie sich auch körperlich, also in Form einer Krankheit bemerkbar machen. In etwas harmloseren Fällen fühlen wir uns halt einfach nicht voll lebendig, denn im Skorpion geht es um das Phönix aus der Asche-Prinzip. Der Skorpion hat einen ganz direkten Bezug zum Phönix, also zu dem mythischen Vogel, der sich in Zyklen immer wieder verbrennt und dann auf dem Boden seiner eigenen Asche wieder aufersteht. Der Skorpion selbst, also das Spinnentier, der Skorpion, häutet sich ja auch im regelmäßigen Zyklen und hat dementsprechend auch ganz direkt einen Bezug zu Stirb- und Werdeprozessen und natürlich auch zu Loslassprozessen. Und dementsprechend, wenn wir halt hier uralte Gefühle, der Skorpion ist ein uraltes Lebewesen, ja, also wir Menschen stecken sozusagen noch im Fötusstadium im Gegensatz halt zur Evolution, die der Skorpion auf dieser Erde durchgemacht hat. Und dementsprechend geht es hier auch im übertragenen Sinne um uralte Gefühle, die wir hier mit uns herumtragen können. Und wie gesagt, wenn wir an Gefühlen festhalten, tut uns das in der Regel nie gut. Ja? Denn Gefühle sollten idealerweise lebendig sein, immer im Fluss sein. Gefühle sind Energie und sollten dementsprechend immer in Bewegung sein. Auf dieser Achse, die ich, wie eingangs schon angesprochen, auch als die Besitzachse bezeichne, oder nicht nur ich, die Astrologie allgemein, geht es auch darum, was gehört mir, was gehört dir? Ja, was bringe ich in eine Beziehung mit ein? Was bringst du in eine Beziehung ein? Und dementsprechend geht es hier halt auch des Öfteren mal mit Machtkämpfen einher, die aber durchaus auch sehr subtil auch hinter den Kulissen ablaufen können. Und von daher sollten wir uns in diesen Wochen nun auch wirklich bewusst machen, in welchen
Beziehung, ob diese nun privater Natur oder geschäftlich sind, ist hier immer wieder zu Machtkämpfen, zu unausgesprochenen Konflikten kommt. Ja, also wo man ganz genau spürt, dass hier etwas im Argen ist, aber wo die Dinge nicht klar angesprochen werden. Dadurch, dass Merkur hier, wie gesagt, ganz direkt an dem Vollmond beteiligt ist, fordert diese Zeitqualität uns aber dazu auf, reinen Tisch zu machen. Sie fordert uns dazu auf, die Dinge ganz klar zu benennen, ja, und sie fordert uns dazu auf, halt auch mal Dinge anzusprechen, die entweder uns nicht so angenehm sind oder aber die anderen vielleicht weniger angenehm sind. Im Skorpion geht es, wie gesagt, um Tabuthemen. Ja, allerdings, da der Skorpion das privateste, das geheimnisvollste, das intimste Zeichen des Zodiacs ist, sollte man sich natürlich auch vorher immer überlegen, wo man was anspricht. Ja, denn hier kann eine Lawine losgetreten werden und man sollte sich halt vorher überlegen, dass wenn etwas für lange Zeit ein Tabu war, man halt keine Kontrolle mehr über das hat, was da losgetreten wird, wenn die Dinge hier erstmal ins Laufen kommen. Ja? In bestimmten Situationen sollte einen das keinesfalls daran hindern, also meinetwegen, wenn man sich in einer sehr von Machtspielen geprägten Beziehung befindet oder auch in einer geschäftlichen Situation, in der hier sehr viel manipuliert wird, sehr viel umschifft wird, ja, und dann sollte man sich in den meisten Fällen auch nicht davor scheuen, hier eine Lawine loszutreten, wenn man ein bestimmtes Tabuthema anspricht, aber in einigen Situationen sollte man sich das halt vorher gut überlegen. Und darum geht es mit Merkur im Stier, dem langsamsten Zeichen des Zodiacs. Der Stier ist ein Wiederkäuer. Hier geht es also darum, die Dinge wieder und wieder und wieder durchzukauen, bis man sie halt hervorbringt. Ja? Liebe Leute, ich habe einen äußerst ausführlichen Text zum Vollmond im Skorpion geschrieben. Diejenigen von euch, die sich wirklich tiefgehend für die Astrologie interessieren oder aber auch diejenigen von euch, die sich einfach für die auch psychologischen Zusammenhänge interessieren und die mythologischen Zusammenhänge mit diesem Vollmond, die können gerne meinen Text auf meinem Blog lesen. Abschließend möchte ich noch bemerken, dass dieser Vollmond ausgerechnet hier in Konjunktion zu Allgäu, dem sogenannten Haupt des Dämons, stattfindet. Allgäu ist ein Fixstern und die Sonne und Merkur befinden sich hier in Konjunktion zu Allgäu. Und noch dazu gesellt sich ein anderer dämonischer Geselle dazu, nämlich Lucifer. Der Asteroid Lucifer steht hier auch in Konjunktion zur Sonne, zu Merkur und zu Allgäu. Und das sollte uns aber keine Angst machen. Die Astrologie ist auch, wie der Skorpion ein uraltes Tier ist, ist die Astrologie eine uralte Symbolsprache und dementsprechend benutzen wir hier bestimmte Begriffe, die schon sehr alt sind. Und der Haupt des Dämons hört sich doch sehr dramatisch an. Aber nichtsdestotrotz, da der Haupt des Dämons, also Allgäu, hier
Das abgeschlagene Haupt der Medusa verkörpert, geht es bei diesem Vollmond halt auch um das skorpionischste aller Themen, sprich um die Auseinandersetzung mit Schattenaspekten, um die Auseinandersetzung mit den Themen, die man hinter einer Maske wie der Maske der Medusa verbirgt oder die man halt auch, was zum Beispiel in der Psychologie häufig genutzt wird, im Psychodrama, halt nur hinter einer Maske sich auszudrücken wagt, ja, also dementsprechend hier halt auch eine Erlösung stattfinden kann, wenn man hier in einem intimen, geschützten Rahmen halt sich zugesteht, bestimmte Gefühle oder auch eventuell Gelüste auszuleben, die man sich lange vielleicht nicht eingestehen konnte. Und darum geht es im Skorpion halt auch. Hier geht es um unsere sexuellen Wünsche. Hier geht es um Leidenschaft als solches. Und das muss natürlich nicht immer etwas mit Sexualität zu tun haben. Man kann auch sich meinetwegen leidenschaftlich einen bestimmten Beruf wünschen, ja, oder irgendetwas anderes im Leben, ja, aber was sind halt unsere geheimsten Wünsche, ja, und wie gesagt, dadurch, dass hier so eine äußerst mystische Konstellation am Wirken ist, mit Allgäu, mit Lucifer und mit dem Mond im Skorpion, könnte es durchaus sein, dass viele von uns sich ihrer wahren Leidenschaft überhaupt nicht bewusst sind oder aber sie halt bisher nicht auszudrücken wagten, ja, diese sich halt im Schatten aufgehalten haben bisher. Liebe Leute, ihr könnt wie gesagt gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich das, was ich hier jetzt kurz zusammengefasst habe, sehr ausführlich beschrieben habe. Wie immer könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ihr könnt euch gerne auf meiner Website über meine Angebote informieren. Ich führe persönliche Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, zu Kinderhoroskopen auf Anfrage, auch zu ganz spezifischen astrologischen Themen, da ich halt auch, wie eben angesprochen, zum Beispiel mit Fixsternen, mit Asteroiden und dergleichen arbeite. Ihr könnt gerne auch meine spezifischen Themen in Form von Videos downloaden. Das findet ihr auch alles auf meiner Website. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Also, einen wundervollen Vollmond im Skorpion. Bis bald, ciao.